Guten Morgen! Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der wird wissen, dass ich ein großer Anhänger des Ayurvedas und auch des TC, also der traditionellen chinesischen Medizin bin. Die Grundlage liegt einerseits darin, dass insbesondere Ayurveda wie keine andere Gesundheitslehre meine Persönlichkeit und meine individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Behandlung meiner geistigen und körperlichen Probleme gestellt hat. Und andererseits konnte Ayurveda eben auch meine körperlichen und geistigen Probleme erst einmal überhaupt lokalisieren und entsprechend auch benennen. Entsprechend ist auch in den letzten Jahren eine klare Tendenz der westlichen Medizin zu erkennen, da viele diese Erfahrung gemacht haben, dass man sich zunehmend aus den Erkenntnissen aus TCM, traditioneller chinesischer Medizin, und Ayurveda bedient. Grund genug für mich, eine längst überfällige Videoreihe zum Thema Einführung in das Ayurveda zu kreieren. Und das hier ist Teil 1. Wo liegen denn eigentlich erstmal grundsätzlich die Unterschiede zwischen der westlichen Gesundheitslehre und der östlichen Gesundheitslehre? Der größte von mir wahrgenommene Unterschied liegt in der zugrunde liegenden Logik begründet. Während die östlichen Gesundheitslehren eher deduktiv vorgehen, das bedeutet, dass man ausgehend von einem großen Ganzen, wörtlich dem Universum, auf den Menschen ableitet und diesen auch im universellen Kontext beschreibt und auch entsprechend behandelt, so lehrt die westliche Gesundheitslehre einen eher induktiven Ansatz. Also setzt den Mensch und seine Krankheit in den Mittelpunkt und leitet dann daraus ja, verallgemeinerte Aussagen ab und fasst diese dann entsprechend zu Krankheitsbildern zusammen. Man könnte es auch trivialer ausdrücken. Das Ayurveda, was ich jetzt immer mal stellvertretend für die östliche Gesundheitslehre gebrauche und worum es ja auch in dieser Videoreihe geht, sieht den Mensch nicht losgelöst von der Umwelt, nicht mal als Teil der Umwelt, sondern als Umwelt selber. Ayurveda hat von jeher den Mensch als eins mit dem Universum gesehen. Und diese Ansicht, was im Westen im vorigen Jahrhundert noch als Esoterik abgestempelt wurde, das wurde eben nun auch durch die Physik und im Speziellen durch die Quantenphysik auch im westlichen Verständnis nun bestätigt. Wobei das naturgemäß erst noch in die untersten Schichten der westlichen Bevölkerung, unterem nicht werten gemeint, sondern lediglich im Sinne von intellektueller Kapazität im Endeffekt erstmal durchsickern muss. Das intuitiv wahrgenommene, aber nur sehr schwer mit dem Denken beschreibbare Wissen, was im Ayurveda seit Jahrtausenden ja akzeptiert und angewendet wird, das erhält im Endeffekt nun konsequenterweise auch im Westen viel, viel stärkere Aufmerksamkeit. Während Behandlungsverfahren, die auf singuläre Aspekte einer Krankheit, wie zum Beispiel ein gebrochener Knochen oder ein kariesbefallener Zahn, die darauf abzielen, die werden in der westlichen Gesundheitslehre für mich wahrgenommen erfolgreicher behandelt. Aber entsprechend wurden Krankheiten, die sich auf den gesamten Körper und der grundsätzlichen Gesundheit des Menschen, die darauf abzielen, in den östlichen Gesundheitslehren schon immer wesentlich erfolgreicher behandelt. Entsprechend war und ist auch die relative Lebenserwartung, also die vom finanziellen Vermögen bereinigte Lebenserwartung, ja, in den Hochburgen der östlichen Medizin schon immer viel, viel höher gewesen als bei uns im westlichen Kulturkreis. Die westlich geprägte Kultur war immer, und wenn wir uns in Deutschland umschauen, ist sie auch noch immer von überwiegend Denken im Kleinen und vor allem sehr begrenzten Denken geprägt. Nur das, was wir komplett mit unserem Denken erfassen können auch was bewiesen werden konnte, nur das wurde als Wissen anerkannt. Ne? Der Mensch ist das Wichtigste, ne? Und nur was er verstehen kann. Alles andere, eure persönliche Erfahrung, passiv oder aktiv, ja, wird mir übereinstimmen, wird als Spinnerei, Esoterik oder was auch immer abgetan. Ganz nach dem Sinne, was der Bauer nicht kennt, ja, das isst er nicht. Dass diese Herangehensweise natürlich stark reglementiert ist und man entsprechend viele kleine und auch sichere Schritte geht, das muss man auch sagen, aber viele kleine Schritte geht, ja, das ist sicherlich gut für so eine Behandlung vom Knochenbruch oder ja, Karies behandeln. Aber wenn es um die allgemeine Gesunderhaltung des Körpers geht, dann stößt man da schon relativ schnell an seine Grenzen, weil wir eben mit allen in Verbindung stehen und sehr, sehr komplex sind.
Es gibt kein Ich losgelöst von der Umwelt. Das ist eine Illusion, die auch ja, zumindest der intelligentere Teil der westlichen Bevölkerung, die die grundlegenden Prinzipien der Quantenphysik nachvollziehen können, nun auch endlich verstanden haben. Ja, da man diese energetische Verbundenheit eben auch nun in Formeln und ja, mit dem Denken nachvollziehbaren Strukturen versehen hat. Umso schöner ist es natürlich nun auch, dass man eine ja, große gemeinsame Ebene innerhalb der ernsthaften Gesundheitslehre nun jetzt auch geschaffen hat, die eben ja, nicht mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern ja, das Universum und daraus entsprechend Erkenntnisse für das ja, oder für uns als Individuum wahrgenommene Menschenleben quasi dann ableitet. Da man im, ja, im Westen nur erst gerade ja, durch die Quantenphysik diese Erkenntnisse gemacht hat und diese bei der ja, klassischen westlichen Medizin erstmal auch jetzt nur angefangen haben zu fruchten, macht es natürlich für mich mehr Sinn, ja, im Sinne einer möglichst realen Auseinandersetzung mit der Gesundheit mich in den östlichen Gesundheitslehren zu bedienen und da eben im Ayurveda, die im Endeffekt ja schon seit Jahrtausenden nach diesem Prinzip handelt. Für viele von euch werden sich die Grundprinzipien des Ayurvedas zwar intuitiv richtig anfühlen, aber gedanklich in erster Instanz auf Ablehnung stoßen. Das ist normal und das ist Ergebnis unserer Konditionierung. Aber dieser Kanal ist ja auch nicht dafür gedacht, alte Gedankenmuster zu pflegen, schon gar nicht, wenn sie nach westlichen Standards jetzt schon veraltet sind, sondern eher euch ja, zu animieren, die Welt um euch umfassender zu verstehen und realer. Und entsprechend auch diese Einführung zum Thema Ayurveda. Wenn ihr natürlich im überwiegenden Teil noch nicht ja, so weit seid, über euer gewohntes Denken hinauszugehen und ich anhand der Kommentare dann auch erkenne, dass ich ja, quasi noch grundlegende ansetzen sollte, dann da werde ich dies auch definitiv tun, weil es mir sehr wichtig ist, das Thema, und erst einmal aus der für euch sicher nachvollziehbaren Quantenphysik auf die energetischen Zusammenhänge unseres Universums ableiten und dann sozusagen aufs Ayurveda referieren. Aber gemessen an den Reaktionen von artverwandten Themen, was bisher so auf meinem Kanal passiert ist, denke ich eigentlich, dass ich direkt loslegen kann und ja, sehe dieses Video als Teil 1 zum Thema Einführung in das Ayurveda. Ich möchte euch auch dazu inspirieren, wenn ihr Interesse am Ayurveda habt, euch selbstständig weiterzubilden und nicht zu den Ayurveda-Beratern zu geben, die ihre Qualifikation anhand irgendeines Zertifikats erworben haben. Das Verständnis für Ayurveda geht weit über erlernte Zusammenhänge und dem Denken hinaus. Das ist aber genau das, was ihr bei den gängigen Ayurveda-Beratern vorfindet. Ich weiß, für uns Deutsche ist es total wichtig, dass man einen Zettel an der Wand des zu behandelnden Arztes oder eben den Ayurveda-Berater sieht, aber wahres Wissen, wirkliches Wissen, das braucht keinen Zettel, sondern das ist ein tiefes Verständnis für die Materie und das spürt man auch intuitiv, wenn man so jemandem gegenüber sitzt. Natürlich gibt es ein paar Grundlagen, aber die kann man sich auch wunderbar selber aneignen, mit zum Beispiel dieser Videoreihe. Einen Beitrag möchte ich entsprechend jetzt hier dazu leisten und euch auf den neuesten Stand, der sich nicht groß geändert hat, des Ayurveda bringen, bis auf ein paar Sachen, aber kommen wir auch noch dazu. Ja, die Grundlage des Ayurveda ist also die Verbundenheit und die energetische Wechselwirkung aller bewusst wahrgenommenen und unbewusst vorhandenen Dinge. Die Quantenphysik redet in diesem Zusammenhang von einer infiniten Korrelation, deren Ursprung in Einsteins Relativitätstheorie liegt. Das Ich, das ist eine subjektiv wahrgenommene, losgelöste Einheit von der Umwelt, ausgelöst von Sinnesempfindungen und entsprechender Verarbeitung in unserem Gehirn. Es entspricht nicht der Realität. Das kann jeder schon sehr gut daran erkennen, dass wenn man sich bewusst wird, dass man denkt, erkennt, dass man Teil einer größeren Bewusstheit ist, die den Denker, also dem, was man als Ich wahrnimmt, beobachtet. Aber bevor wir zu sehr in eine philosophische Richtung abschweifen, möchte ich, wie angesprochen, bei den mit dem Denken einfach und nachvollziehbaren Fakten bleiben, um ein Verständnis für das Ayurveda abzuleiten. Das Universum oder ja, dieses Einheitsfeld wird als Veda bezeichnet. Diese stille Intelligenz der Natur, die man auch Göttlichkeit bezeichnen kann oder als Quantenfeld beschreibt,
die setzt dem Mikrokosmos gleich dem Makrokosmos. Entsprechend ist in jedem Mensch auch die gesamte Intelligenz des Universums enthalten. Ja, ich gebe zu, wenn man das verbalisiert, dann kann man das nicht so recht glauben. Aber eben auch nur deshalb, weil unser Denken nach einfachsten Grundprinzipien konditioniert wurde. Das ändert aber nichts daran, dass es so ist. Die Genialität der Welt ist in allen von uns vorhanden. Das Universum in einer Nussschale von Stephen Hawking ist zu diesem Thema auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Ja, um auch seinen Blick etwas zu weiten und auch eine gewisse Demut vor dem eigenen Denken zu erfahren. In der ayurvedischen Medizin beschränkt man sich im Endeffekt daher nicht nur auf körperliche und psychische Muster, um ein Individuum zu bezeichnen, sondern man erkennt die unzähligen Wechselwirkungen auf energetischer Ebene zwischen den Menschen und seiner Umwelt an. Entsprechend wird in der ayurvedischen Therapie auch die soziale Situation, das wohnliche Umfeld, die Jahreszeiten oder die Tageszeiten und andere Dinge wird alles mit einbezogen. Im Mittelpunkt dieses ayurvedischen Modells oder des Ayurvedas stehen die drei Doshas, Vata, Kapha und Pitta. Die korrekte Aussprache wäre Vata, Kapha und Pitta. Aber ja, ich nenne sie einfach weiter Vata, Kapha und Pitta, weil es mir einfach angenehmer über die Lippen geht und an der Bedeutung an sich ja nichts ändert. Und das wird dann auch der Einstieg zum zweiten Teil dieser Serie zum Thema Einführung in das Ayurveda sein und dann wird es ein bisschen praktisch relevanter. Ja, ich habe dafür auch extra eine Playlist angefertigt, die ihr auch immer in der Infobox und in meiner Playlist-Übersicht auf meinem Kanal finden könnt. Oder ihr abonniert mich einfach, dann bekommt ihr sowieso jeden Tag das aktuelle Video in eure YouTube-Übersicht. Ich hoffe, dass ich einen Teil von euch ja, sozusagen ein bisschen den Mund wässrig machen konnte und ja, vielleicht auch diejenigen, die schon die erste Erfahrung mit Ayurveda gemacht haben, die auch das Wissen ein bisschen vertiefen und entsprechend ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und der zweite Teil wird nicht jetzt täglich kommen, aber hin und wieder werde ich dann mal sozusagen dieses Thema Ayurveda für euch weiter aufbereiten und dann letztlich hoffentlich in einer Playlist, dass man die von vorne bis hinten durchlesen kann, durchhören kann, ja, dass man dann einen schönen Eindruck davon hat, was Ayurveda ist und wo die Ansätze genau liegen und was man vielleicht auch praktisch für sein Leben übernehmen könnte. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.